Birthday Team 2, so viele geile Karten und damit richtig viele Münzen zu machen. Ich habe für jedes Budget in diesem Video jetzt etwas dabei. Gerne mit anschauen und einkaufen und Münzen machen. Servus, Grüezi und Savadikap, Woche 2 aus dem wunderschönen Thailand. Ja, im letzten Video haben wir die 100 Likes wieder gemacht. Würde mich freuen, wenn wir es dieses Video auch wieder packen. Für mich der wichtigste Indikator, ob meine Videos euch etwas bringen. Was kam gestern? Food Burster Team 2, einige sehr, sehr interessante Karten, allem voran Eusebio mit 5-5 natürlich, für die, die schon länger hier sind auf dem Kanal, die schon ein bisschen länger traden, absolut machbar, ja, vom Preis her, die 10 Millionen kommen, macht ihr doch locker. Für alle anderen mit weniger Budget würde ich euch empfehlen, gerne das letzte Video hier auf meinem Kanal nochmal auszuchecken, da zeige ich euch eine 100k IV-Liste, werde ich euch nochmal komplett auch posten, die 100k IV-Liste auf meinem Twitter-Account, da gerne nachschauen. Gut. Was habe ich seit den letzten beiden Tagen verkauft? Gestern war es ein bisschen ruhig, ich hatte ein Problem mit meinem Handy, kam ins Wasser, aber jetzt geht Gott sei Dank wieder alles. Habe 25 Verkäufe seit zwei Tagen anbieten. Wir haben auch nachgekauft, also hier seht ihr mal eingeblendet die ganzen Verkäufe. Wir haben auch heute im Stream nachgekauft, zeige ich euch auch gleich noch, was ihr einkaufen könnt. Die Futterpreise sehen super aus, also egal welches Budget ihr habt, gerade 500.000, 1 Million. Schaut euch immer, was kostet der günstigste, 85er aktuell bei 10k, 84er für die 100k-Liste bei 3,5, schöne Zahlen, die ihr bauen, Freunde. 86er, 87er, 88er, immer die spielbaren Karten, Spezialkarten könnt ihr euch alle auf die Liste draufpacken, wie gehabt. Wir bauen euch diese Woche auch nochmal eine 500k IV-Liste, versprochen. 1 Million könnte es auch werden. Ich werde mich mit dem Jules auf jeden Fall nochmal austauschen. Hier sind die Karten, die wir heute im Stream nachgekauft haben. Achtet da bitte immer drauf auf den Chemistry Style und die Position ist ganz, ganz wichtig. Position Modifikatoren gibt es leider seit gestern nicht mehr. Die SPCs sind jetzt weg. Somit ist fürs Trading Tech Avior Karten Position Change noch viel besser geworden jetzt. Ja, die Karten zu verkaufen. Snipen ist wieder wichtiger. Erbieten ist möglich. Da könnt ihr einiges an Münzen nochmal rausholen. Vielleicht wird ihr diese SPCs sie wieder bringen die nächsten Tage, kann ich mir gut vorstellen. Nkunku ist gestern ja auch noch gekommen. Meines Erachtens hätten sie ihn besser machen sollen als den Path to Glory, aber ist halt nun mal so, wenn ihr Bock habt, die Karte zu ergrinden, ist definitiv besser als die sinnlosen Icon Picks zu machen, die ich gemacht habe heute im Stream. Da wurde es leider ein Putragenio, mit dem kann ich nichts anfangen, und beim letzten Mal war es Kaka, kann ich genauso wenig anfangen. Das Food Fantasy Food Burst Pick aus den Swaps mit 15 machen wir in einem der nächsten Streams. Wird Montag, Dienstag oder Mittwoch sein. Muss ich erst noch mit den Jules reden, wie das klappen wird. Und wie gesagt, hier nochmal die Karten, die wir nachgekauft haben im Stream, wie ich sie anbiete. Vom Preis her ist es immer so, ja, auf dem aktuellen Markt wird auf Footbin schauen, Zahlen der Gestalten womöglich oder einfach so 5, 10 oder 20k Aufschlag, je nachdem, dass du happy bist mit dem Preis. Beachtet bitte immer die Preisrange. Ich bin jetzt heute auch schon fertig. Kurzes, knappes Video, gerne noch Video liken und das Video von letztens auschecken, die 100k IV-Liste für euch zum Nachbauen. Peace out.